Kapitel 3 – Edwins Rettung. Anscheinend lerne ich nun die Kunst der Belagerung kennen. Ich bin dem Boten mit meinen stärksten Männern gefolgt. Er hat uns an eine Burg geführt, vor der Williams Truppen lagern. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold 2. Und heute, der gute Matthew Steele hat es eben schon angesprochen, werden wir anscheinend erstmals eine feindliche Burg belagern. An unserer Seite wird unser alter Freund Sir William kämpfen und ja, der hat uns ja in der letzten Folge ordentlich sitzen lassen, denn wir mussten unser Dorf gegen eine Horde blutrünstiger Berserker verteidigen, unser kleines spärliches Dorf, was nicht so einfach war, denn die guten Männer vom Wikinger Olaf Grimzahn haben schon einiges auf dem Kasten gehabt und auch Mord und Totschlag in unserem Dorf angerichtet, aber wir haben sie dann doch zurückschlagen können und jetzt in der heutigen Mission sollen wir Sir Edwin retten und das gefällt mir so gar nicht, denn ich vertraue dem guten Typen nicht, dem bösen Typen vielmehr, denn in der friedlichen Kampagne haben wir schon Bekanntschaft mit ihm gemacht und der ist alles andere als ein vertrauenswürdiger Verbündeter, wie Sir William angekündigt hatte. Aber gut, ich freue mich auf die Belagerung und hoffe mal, dass wir sie hinbekommen werden. Wenn wir Sir Edwin gerettet haben, ist die Mission als Sieg gewertet. Wenn alle unsere Truppen tot sind, haben wir sie verloren. Auf geht's! William, ihr habt mich der Gnade Olafs überlassen. Ihr wusstet, dass ich mehr Männer brauchte. Dennoch habt ihr keine gesandt. Warum? Es bedarf mehr als Truppen, um einen Krieg zu gewinnen, Freund. List und Mut führen zum Sieg. Ich hoffe, ihr habt diese Lektion gelernt. Gut. Was machen wir dann hier? Ist das nicht Lady Sarens Schloss? Ihr seid aufmerksam, Matthew. So ist es. Und sie hält Sir Edwin Blackfly als Geisel. Wir fanden einen Pfeil mit seiner Botschaft. Er bietet Land, Titel und vor allem Truppen für seine Befreiung. Sir William, ich habe gehört, dass ihr und Lady Saren heiraten wolltet. Das war vor langer Zeit. Viel ist seither geschehen. Sie geht nun dunkle Bündnisse ein und steht auf der Seite eben der Verräter, die dieses Land zerstört haben. Aha, die gute alte Lady Saren. Die Belagerung kann beginnen. Nehmt nun, da ich sie abgelenkt habe, diese Leiterträger. Steigt auf mein Zeichen über den Wall am anderen Ende der Festung. Auf dein Zeichen, ich komm mit. Bogenschützen in Bewegung. Ich will auch hier nicht als einziger alleine angreifen. Die Männer sind okay, wir rücken seinen Bogenschützen mal ein bisschen mit unseren zur Hilfe. Er hat irgendwie deutlich mehr als wir. Pfeilhagel! So, die Hinteren machen gerade irgendwie gar nichts. Wir sind eure Leute. Bogenschützen unterwegs. Das ist irgendwie gerade gar nicht gut. Killt diese paar Bogenschützen doch. Die müssen weg. Okay, nice. Ziehen los! Eure treuen Bogenschützen. Okay, seine Lanzenträger rücken jetzt vor. Jetzt schicke ich, glaube ich, auch mal meine. Und die bewaffneten Bauern können natürlich auch mal nach vorne hier. So, die Lanzenträger können auch ein bisschen nach vorne. Sofort, Seier. Seier. Hier, Seier. So. Ja, Sir William, ich warte noch auf euer Zeichen. Jetzt, Matthew. Okay. Steigt über den Wall. Rauf da. Jetzt bin ich verwirrt. Und die Lanzenträger nach vorne, an die vorderste Front. Die Bogenschützen halte ich erstmal ein bisschen zurück. Was ist hier los? Komm, auf den Wall. Auf den Wall. Okay. Bleibt oben auf dem Wall und arbeitet euch zu ihrem Banner vor. Wenn ihre Flagge fällt, sinkt auch ihr Mut. Was passiert hier? Hey, was ist hier los? Okay, erstmal sollten wir die Türme clearen. Von Bogenschützen. Die machen uns nämlich richtig Damage. Also holen wir erstmal die Bogenschützen darunter. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Okay. Jetzt können wir unsere Bogenschützen eigentlich auch mal schicken. Wie lautet die Mission? Haut diese Typen um. Okay, killt diese Bastarde. Los. Boah, wo sind denn unsere ganzen Truppen? Scheiße. Unsere Trüppchen haben ein bisschen was abbekommen. Ihr begebt euch auf den Turm. Der Turm. Bogenschützen, vorbereiten. Auf die Plätze. Einfach der Turm. Sehr schön.
Ja, Sire. Und ihr zieht euch mal ein bisschen nach da zurück, nicht, dass ihr zu viel abbekommt. Killt diese Bogenschützen da, ihr habt eine viel bessere Reichweite. Bereit, Sire. Oh, scheiße. Okay, da sind aber noch ein paar Lanzenträger von ihm. Unsere Sehnen sind gewachsen. Ich werde mal den Turm bemannen. Solange die Lanzenträger da das Feuer auf sich ziehen. Ich sagte, ich werde den Turm bemannen. In Bewegung. Sehr gut. So, und jetzt killt diese Typen da. Er schießt diese Bogenschützen. Sehr nice. Sehr nice. Okay. Wir haben die Türme mal unter unserer Kontrolle. Mit einigen Bogenschützen. Jetzt können wir die da ganz entspannt killen. Der eine Lanzenträger zieht ein bisschen natürlich das Feuer auf sich. Aber der eine Typ von Sir William... Alter, sind das Pikeniere? Boah, wie verhalten die aus? Guckt euch das mal an. Okay, dann muss ich gerade mal gucken. Wie viele Truppen sind noch da? Bogenschützen? Hier haben wir 6 Bogenschützen. Es war ganz klug, dass wir die Bogenschützen erstmal aus dem Battle rausgehalten haben. Denn er hat jetzt gar keine Bogenschützen mehr, oder sie vielmehr, Lady Saren. Sir Williams Truppen sind auch voll am Arsch. Einen Lanzenträger haben wir noch, das ist ganz gut. Auf die Welle. Der kann mal nach vorne. Oh, Jungs. Jungs. Unsere Bögen werden singen. Außenrum. Ah, okay, aber die Pikeniere werden schon mal ein bisschen bearbeitet. Wir sind bereit. Da kann ich nicht hin, Sire. Die 9 Bogenschützen können auch mal auf den einen Turm da. Bei. Bogenschützen, vorbereiten. Hier. Du kannst mal hier auch hin, hier bleiben. So. Ja, Sire. Und ihr könnt auch nochmal auf den Turm rauf. Dann können wir die Pikeniere jetzt hier nämlich ein bisschen abschießen. Eigentlich sollte das jetzt relativ entspannt laufen. Denn die scheinen ja auch nicht angreifen zu wollen. Oh, jetzt greifen sie doch an. Scheiße. Okay, bringt diese Typen zu Fall. Lanzenträger, du beschützt hier meine Bogenschützen im Turm, ne? Komm, kill diese Bastarde doch. Ei. Unsere Sehnen sind okay, gemacht. Ihr Rückzug. Ihr seid schneller als die Pikeniere. Unsere Truppen werden angegriffen. Bogis. Oh, scheiße. Das hätte ich nicht riskieren dürfen. Ja, der Lanzenträger wird weggehauen. Ohne Gnade. Aber jetzt können wir das Feuer auf die Pikeniere hochhalten, denn die sind da jetzt unnötigerweise hochgegangen. Bringt diesen Typen zu Fall. Den hier vorne. Scheiße. Gebt uns nur ein Ziel. Okay, Rückzug. Ziehen los. Rückzug. Scheiße. Das war dumm. Auf die Bälle. Das war wirklich dumm. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Komm, ihr habt keine Chance gegen die Pikeniere, Jungs. Plätze, Männer. Das sind zu viele. Wir müssen unseren Dingsensvorteil nutzen. Dass wir in der Überzahl sind und Fernkämpfer sind. Okay, den erstmal zu Fall bringen. Sehr schön. Den auch noch? Jawohl. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Pikeniere? Sieht nicht so aus. Euer Zeichen, Sire? 14 Bogenschützen haben überlebt. Bogenschützen? Bereit machen. Das sind nicht so viele, aber... Das war auch eine extrem schwierige Mission, fand ich. Also, muss man irgendwie so sagen. So, was sind das denn hier? Das sind 2 Lanzenträger. Kann ich wir eigentlich mal Leute. 3 Bogenschützen wir abstellen uns. Und die auch noch killen? Der Vollständigkeit halber. So, ich weiß nicht, ob die noch was hinkriegen. Was haben wir denn da? 2 Pikeniere, 2 Lanzenträger und oben sind noch 5 Lanzenträger. Ja, da habe ich ein bisschen Angst, dass wir die nicht down kriegen. Okay, ihr könnt sowieso nichts treffen. Aber wenn die Pikeniere gleich rankommen, dann... Sehr schön. So habe ich mir das gewünscht. Eure treuen Bogenschützen. Ja, die Pikeniere kommen. Wende die Steine. Kommt schon nicht auf die Bauern. Hier, singen. Auf die. Gehen in Stellung. Auf den, Hans. Bringt ihn zu Fall. Jawohl. So. Wir sind bereit. Dann noch einmal. Ach, an den kommt ihr nicht ran, oder was? Okay. Wie viele Bogenschützen haben wir jetzt noch übrig? 14. Vorbereiten. Dann ziehen wir die erstmal da runter. Ja, Lord Edwin, sage ich schon. Nicht über den Sir-Titel hat er verdient. Sir Edwin ist etwas widerspenstig. Ein Lanzenträger wäre natürlich ganz gut, um die da rauszutriggern. Muss man so sagen. Ja, killen wir erstmal die unschuldigen Bürger von Lady Saren. Ja, Sire.
Da hat er konnte Bogenschützen auch nichts kaputt machen. Bogenschützen in Bewegung. So ein bisschen vorrücken. Die Männer sind guter Dinge. Könnt ihr die nicht killen, oder was wollt ihr gerade sagen? Ach, und die da oben können sie auch angreifen. Okay, damit haben wir gewonnen. Damit haben wir diese Mission geschafft. Denn da die da nicht runterkommen und sich einfach so erschießen lassen... Oh, lass doch die armen Bauern in Ruhe. Das ist doch Olaf-Style. Das ist doch nicht Lord Crazioni, Matthew Steele-Style. So, Edwin. Wir haben dich gerettet, aber... Jetzt gib uns auch deinen Titel, dein Land und deine Truppen, du Bastard. Gebt uns nur ein Ziel. Auf zu Edwin, Freunde. Du hast nichts abbekommen. Wir haben dir den Arsch gerettet, mein Freund. Jetzt bist du uns was schuldig. Das Schloss gehört uns. Mir, um genauer zu sein. Sir Edwin Blackfly, ein englischer Verräter. Dir, das kleine Frettchen, ey. Das hat lange gedauert. Ich dachte schon, ich würde für immer der Gefangene dieser Hexe bleiben. Hexe? Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie die schwarzen Künste ausübte. Wir sollten sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Aber verlassen wir dieses Höllenloch, bevor sie zurückkehrt. Vergesst ihr nicht etwas? Gut, gut. Matthew, kniet nieder. Ich schlage euch zum Ritter. Erhebt euch, Sir Matthew Steele. Ein Ritter, ja? Nichts weniger habt ihr verdient, Sir Steele. Ja, alles sehr nett. Aber können wir jetzt gehen? Oh, William, was habt ihr getan? Ihr werdet diesen Tag bereuen, William. Die Befreiung dieses Verräters ist der schlimmste Fehler eures Lebens. Lady Saren Wine, das Lamm. Ob sie wohl recht hat? Ich vertraue Edwin nicht. Aber für diese Mission steht erstmal der Sieg und Sir William tönt ja groß rum, dass wir sie zusammen gerettet haben. Aber ganz ehrlich, das war allein unser Verdienst, dass wir Sir Edwin da aus dieser wirklichen Misere rausbekommen haben. Wir waren truppenmäßig stark in der Unterzahl, weil Sir William seine Truppen nicht besonders klug eingesetzt hat. Muss man einfach mal so sagen. Und jetzt sind wir Sir Matthew Steele von Edwin Blackfly, dem englischen Verräter, zum Ritter geschlagen zu werden. Ist jetzt nicht das Größte, was es gibt, aber ich denke mal, jetzt haben wir auch hier den Ritterschlag in der friedlichen Kampagne. Haben wir das ja ziemlich schnell bekommen, aber jetzt haben wir es auch hier endlich auf dem Weg des Friedens. Und ich würde mal sagen, das war doch ein interessantes Battle, auch wenn man es vielleicht etwas besser hätte machen können. Aber ich fand eigentlich, wir haben uns relativ souverän geschlagen dafür, dass es echt schwer war. Und ich bin mal gespannt, was uns in der nächsten Mission erwarten wird.